Ach, endlich wieder Wahlpartys. Endlich ein Stück Normalität. Nur bei der CDU war die Stimmung jetzt nicht so gut. Das war tatsächlich eine Katastrophe für die Leute, die hier sind. Als die Bilder, die Zahlen eben kamen, hat überhaupt niemand gejubelt, außer dem Kollegen von der Heute-Show. Bei 27,5%. Ja, mehr als Armin Laschet! Sie sind heute zur CDU-Wahlparty gegangen. War das der einzige Fehler, den Sie heute gemacht haben? Nee, es war schon eine ganz beschissene Woche gewesen. Und deshalb, wie gesagt, heute geht es dann noch beschissener weiter. So ist es dann halt. Sie haben jetzt die Chance, das Ganze einfach auf Friedrich Merz zu schieben. Nein, ich verspreche Ihnen, es wird gesendet. Ja. Wenn ich Sie sehe, ne, dann denke ich immer, was kommt da unterm Strich dabei raus, ne? Bei Ihnen. Mehr als bei der CDU am heutigen Abend. Wollen Sie vielleicht zur Aufmunterung ein paar Saarlandwitze hören? Zum Beispiel, der Machtwechsel geht von CDU zu SPD. Oder wie man im Saarland sagt, es bleibt in der Familie. Sie können jetzt noch mal in die Kamera sagen, wie sehr Sie AKK vermissen in diesem Moment. Ich vermisse AKK unwahrscheinlich. Ich denke noch an unser gemeinsames Selfie, Annegret. Ja, so intim sollte es jetzt gar nicht werden. Ich glaube, ich gehe mal duschen. Ne? Ich komme gerade von der SPD-Wahlparty. Aber warum gehen Sie denn jetzt schon? Ja, mein Dackel wartet zu Hause auf mich. Muss man den Dackel doch mal Dackel sein lassen? Nee, das ist also, Menschenliebe ist das eine und dann kommt die Tierliebe und von daher ist das bei mir ganz ausgewogen. Ihr bettelt im Saarland aber auch darum, dass man diese Witze macht, ne? Ja, ne? Welche Witze? Ist der Dackel Ihr Lebensgefährte, seien Sie ehrlich? Also irgendwo schon, ne? Ja. Sie müssten ihn mal kennenlernen, dann würden Sie ihm nicht widerstehen können. Glauben Sie mir das, ne? Ja. Gehen Sie doch mit zu mir nach Hause. Ihr habt doch gute Laune heute, oder nicht? Guck dich um, mein Freund. Seht hier aus, als wäre hier irgendjemand schlecht gelaunt. Ja! Es gibt zwei Personen, denen man jetzt in der SPD besonders danken muss in diesem Wahlkampf, oder? Natürlich, Anke auf alle Fälle. Und ich würde unserer Bildungsministerin auch noch sehr danken. Oh nee, ich meinte jetzt Oskar Lafontaine und Tobias Hans. Naja, gut, okay, das ist auch nicht schlecht. Ne? Der war gut. Wir wollen jetzt nicht schadenfroh sein, das ist nicht unser Stil. Ach so, ja. Ein paar Sekunden später. Die Grünen 4,9950. Ein bisschen lustig ist es. Ja, stimmt, dann so recht. Ja. Jetzt soll ich noch einen Schwank, der kann ich später wieder löschen. Vor vielen Jahren war die Anke bei mir im Keller. Der Pastor Sterling hat es mal erfunden und die Anke hat es in Betrieb genommen mit dem Installateur zusammen. Das war schon der richtige Weg zum Auftrieb. Ne? Ja, Sie haben recht, das werden wir später wieder löschen. Über 40% für die SPD. Sie wissen schon, dass Sie uns bei der Heute-Show damit ein ganzes Narrativ zerstören, ne? Ja, dafür kann ich mich natürlich nur in allerschärfster Form bei den Zuschauerinnen und Zuschauern der Heute-Show entschuldigen. Aber wir werden liefern in der Regierung. Ich hoffe nicht allzu viel Material für die Heute-Show. Nicht für die Heute-Show, nicht für die Heute-Show. Ich habe Sie das schon verstanden, ne? Schöne Party hier bei der SPD. Aber ich glaube, ich wechsle noch mal den Laden und trinke einen Absacker. So, und in einem klassischen Heute-Show-Bericht vom Wahlabend dürfen natürlich auch die FDP-Witze nicht fehlen. Nicht drin im Parlament haben die Liberalen halt mehr Zeit zum Porsche fahren, ne? Und jetzt ab auf die Tanzfläche. Die haben gesagt, ich soll meinen Lieblingswitz erzählen. Ja, das mache ich gerne. Also, kommen ein Pferd, Jeff Bezos und der Papst in eine Bar, sagt der Barkeeper, abonniere endlich den verkackten Heute-Show-Kanal! Also, geht doch!